Und damit herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors, meine Freunde. Und erstmal ein kleines Entschuldigungchen. Moment. Das ergibt keinen Sinn. Egal, eine Entschuldigung von meiner Seite aus. Und zwar, ja, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, die letzten Parts waren so ein bisschen vom Ton zerstört. Kann man dazu sagen, ich schätze schon. Es lag ganz einfach daran, dass bei der Rauschentfernung bei Outer City was schiefgelaufen ist. Ich mache immer so eine Rauschentfernung rein, damit ich da in mein Headset kein Rauschen habe. Und da ist was schiefgelaufen. Und ja, shit happens. Und ich hoffe, jetzt ist alles wieder in Ordnung. War natürlich auch dumm, dass ich in der Aufnahmesession so viele Parts aufgenommen habe. Aber andererseits gab es ja auch dann Part 143 mit dem Rubin-Glitch. Das ist keine Entschädigung. Nee, ich habe einfach Bock gehabt, euch den mal zu zeigen, wie ich den denn immer so ausführe. Weil mich sehr viele Leute fragen, wie ich den denn so mache. So, aber heute soll es dann jetzt auch wieder weitergehen, Part 145 im Master Quest DLC, den wir ja noch gut vor uns haben. Nicht mehr allzu viel, aber doch, wenn man sich die Karte ansieht, ach du heilige Scheiße, da ist noch eine ganze Menge, die wir zu tun haben. Und wir beginnen heute mit einer Zeitdruckmission mit dem guten Pyroma, der dort ein Herzteil finden kann und beim Argen ein Herzcontainerchen. Außerdem bin ich total froh, wenn wir diese dumme Pfeife endlich mal wieder bekommen und aus dem Grund, ja, eignet sich diese Mission perfekt für den Start. Außerdem hat Pyroma ja schon seinen roten Ring seit längerer Zeit, da dürften wir auch absolut keine Probleme mehr haben. Ich gehe auch mit denen rein, glaube ich. Was haben wir hier unten? Ich denke ja, mit denen hier. Alles klar. Dann hoffe ich, dass das schnell geht mit dem Zeitdruck. Es war, glaube ich, kein Riesenmonster dabei. Und aus dem Grund dürften wir es eigentlich erledigen können. Zeitdruck heißt, wir müssen auf die Herzen aufpassen. Aber die Zeit ist egal. Selbstverständlich, weil wir haben ja nur 15 Minuten. Da können die keine krasse Regelung mehr einbringen, dass wir irgendjemanden in einer bestimmten Zeit besiegen müssen. So. Nächste kleine Änderung, die sich geändert hat. Und zwar, ja, ne, der Rubin-Glitch war voll im Gange. Und der Ultra hat natürlich das Geld direkt genutzt, um mal die ganzen DLC-Charaktere Volga, Pyroma und Sia aufzuleveln. Und das habe ich natürlich auch gemacht, womit jetzt der gute Pyroma hier Level 88 ist und Sia und so weiter auch. Und ja, ne? So sieht das halt jetzt derzeit aus. Wir müssen Festungen erobern, okay. Dann starte ich direkt mal damit. Wen haben wir denn hier? Noch eine von denen, von den Viechern. Auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Was war das für eine Kombo? Irgendwie steuert sich Pyroma ein bisschen anders als in den ganzen letzten Parts. Aber der hier, guckt euch dann an, wie das hier abgezogen hat. Die gute Mumie. Das interessiert mich ja in letzter Zeit sowieso schon ein bisschen länger. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zombies und Mumien? Beide sind so gesehen lebende Untote, nur dass Mumien eben im alten Ägypten, ich glaube, das sind Götter gewesen, ne, die in den Pyramiden begraben worden sind, in der Hoffnung, wie auf Auferstehen? Ne, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht ganz. Egal. Jedenfalls. Was ist der Unterschied? Zombies gehen auf Menschen los und Mumien auch. Mumien halt eher, weil sie ihr Grab verteidigen wollen. Die wollen eigentlich nur ihre Ruhe. Wollen in Ruhe den Rest ihres Lebens verbringen. Keine Ahnung. Den Rest der Menschheit. Da wurde ich jetzt gerade das erste Mal sinnlos getroffen. Sehr schön. Und Zombies, die greifen Menschen an, weil sie selbst hungrig sind. So gesehen irgendwie eine Art neue Menschheit, die sich weiterentwickelt hat, wenn man jetzt ganz krass davon ausgeht. Und die essen halt, wir essen Tiere, ne? Und, oh, Silberhund. Und die essen halt Menschen. An sich ist es eine Art von, ja, eine Art von weiterentwickelter Menschheit. Das ist, ne, total dumm, aber
YOLO. Wollte ich einfach mal ein bisschen ansprechen. Hat sich gerade so schön ergeben bei der Mumie, bei der Gipto. Ah, fuck, dieses Silberhuhn. Das muss halt wirklich nicht sein. Auf das habe ich überhaupt keinen Bock. Auf das Silberhuhn. Ich hoffe, dass mir das jetzt hier nicht zum Verhängnis wird. Ich will eigentlich nur die Festung in Ruhe erobern. Ob jetzt das Silberhuhn da mitmacht oder nicht, ist relativ egal. Ich setze ja auch mal ein A-Special ein. Wir haben ihn ja. Wir haben ihn ja. Also warum nicht? Bleib auf Abstand. Okay, es hat sich zurückgezogen. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich hoffe nur, dass das nicht wiederkommt, weil er keinen Bock hat. Wie ihr wisst, 1, 2, 3 und damit habe ich die falsche Dinge, aber wir haben den Festungskommandanten sowieso schon hervorgejagt. Aus dem Grund ist es gar nicht mehr so schlimm. Ich wollte eigentlich eine komplett andere Kombi. Zack, wunderbar. So, damit hätten wir die Fee. Fairy Tales. Und dann würde ich gerne einmal in die Richtung dort vorrücken. Wir haben ein Hauptquartier, in dem sich ein Typ befindet, der nicht fliehen darf. Alles klar. Moin, moin, ihr ganzen Typis. Ihr kriegt mal ein A-Special ab. Ihr kriegt mal ein A-Special ab. Genau, auf die Kills müssen wir auch achten. Zeitlich zählen natürlich die Kills dazu. Und da die Gegner hier doch relativ viel aushalten, sollten wir da wirklich auch ein Auge drauf behalten auf den Kills, weil, ne, ihr seht, die halten relativ viel aus. So, jetzt fliehen hier ein paar Typen. Sondertruppeneinheiten, okay. Komm, geh drauf. Den bringe ich mal um mit einem A-Special. Wie gesagt, wir haben genug A-Special. Das Silberhuhn hat sich vollständig erholt. Und kehrt wohin zurück? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es gerade nicht wirklich mitbekommen. Egal. Mein Ziel ist es sowieso gerade, den Steinplatz zu erobern. Ich glaube, hier ist das Huhn nicht. Das Ding, und hier bin ich safe. Wobei, der eine Typ da hinten regt mich doch ein bisschen auf. 1, 2, 3. Jetzt habe ich wieder die falsche Kombo. Ja, ich habe schon gesehen. Und jetzt kann ich hier nicht mal mehr fliehen. Das ist auch sehr schön. Ich glaube, wenn ich um den eigentlich rumtänzle, müsste der doch irgendwann seine Schwachpunktanzeige aktivieren, ne? Naja. Da ist mein Festungskommandant. Ich mache jetzt aber hier mal ein A-Special, weil hier stehen mir doch relativ viele rum. Wenn ich jetzt natürlich einen stärkeren Charakter hätte, dann hätte ich die vielleicht alle gekillt. Ruto ist im Bedrängnis. Ach du Scheiße, wer gammelt denn da rum? Wow, ganz ruhig. Kriege ich hier überhaupt den A-Special? Ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu früh rein, wenn ihr mich fragt. Glaube ich. Ich glaube, ich hätte warten sollen, bis ich Pyromas Stärke 3 Waffe habe. Und dann erst hier rein. Naja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir hier drin. Da hilft kein Jammern und kein Flehen. Ich möchte gerne meinen Schaden sehen. Das war ein schöner Reim. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Du verpiss dich. Und ja, ich denke, ich komme zu spät, um Ruto zu heilen. Ja. Ist aber nur eine Gipto. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Ich hoffe, dass meine Truppen die Basen alle verteidigen können. Ja, die rennen jetzt zum Hauptquartier, die Gyptos. Das ist jetzt ein Problem. So, jetzt wunderbar, schön Festung erobern. Sehr schön. Das muss so. Komm, geht drauf, ich habe keine Zeit, um mich mit dir anzulegen. Ich muss mal hier den Gyptos hinterher. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Gyptos sind leichter zu killen als der eine Typ da, der da gerade am Boden liegt. Hier, der Stahlmeister. So, komm. Nein, natürlich zieht's nicht komplett ab. Natürlich nicht. Warum? Wow, ganz ruhig, Bro. Oh, jetzt ist der so gestorben. Ich dachte, ich kann jetzt vielleicht noch. So, komm. Komm her. Du, was du kannst, kann ich schon lange. Jetzt weiß ich auch, warum die hier verreckt sind, weil die halt einen gestärkten Angriff hatten. Aber nicht mit mir. Da kommt auch schon wieder irgendwas entgegen. Eine Gipto. So, Hallöchen.
Ich muss mir eigentlich die Magie aufheben, wenn es danach geht, weil die brauche ich definitiv dann später bei Xanto. Ah, zeitlich. Das wird auch gar nicht mal zeitlich so einfach, wenn ihr mich fragt. Wird das auch gar nicht mal zeitlich so leicht? Hier kommt jetzt auch schon wieder eine Gipto mir entgegen. Immerhin haben wir das Herzteil schon. Da gibt es keine Probleme mehr. In dem Sinn. Ach du. Ja, genau. Komm her. Wie sieht mein Damage aus? 2000. Das heißt, noch 2000 können wir nehmen. Die Hälfte haben wir gerade mal. 35. Ja, genau. Ja, genau. Ist überhaupt nicht übertrieben, wie viele hier gammeln. Jetzt. Nein! Ich stehe dumm. Ja. Da bin ich dumm gestanden. Den Schaden musste ich leider in Kauf nehmen. Wenn man dumm steht, selbst schuld. Moment, Damage gucken. 2500 ist in Ordnung noch. Ich will hier nicht rein in dich. Nein! Meine Güte. Nochmal Damage gucken. Hat sich nichts geändert. Okay. Die Hälfte der Zeit ist rum. Wir haben noch nicht mal unsere Hauptmission erfüllt, ist das Problem. Die Einheit der Gipto wurde zerschlagen. Jetzt ist hier der Stahlmeister, der mir nicht gefällt. Komm her! Nee, der Stahlmeister gefällt mir absolut nicht. Komm, mein Lieber. Bitte stirb. Ich habe den jetzt mal ein bisschen vorgeschwächt. Wir können hier nicht ewig rumsitzen und uns mit denen beschäftigen. Ich muss die eine Basis erobern, damit jetzt endlich mal die hier, die Basen auch ruhig wieder zurückerobern können, weil dann ist es mir scheißegal, wenn ich die hier habe, dann ist die Mission ja erfüllt. So. Lichtbarriere zerstört. Ich einmal hier. Wunderbar. Das war irgendwie nicht gut. Egal. Wieder denselben Müll gemacht. Ich krieg's nicht hin. Wo ist höchste Gefahr? Da unten. Okay. Okay, jetzt heißt Beeilung. Warum mache ich immer die falsche Attacke? 1, 2. So. Das ist auch nicht die 2-Attacke. 1, 2, 3. So. Spinning around. So, komm, mein lieber Schatz. Ich würde dich gerne töten. A-Special. Ja, jetzt habe ich hier die natürlich nicht alle gefangen. Nicht fangen können. Das ist auch dumm. Egal. Mission complete. Die können jetzt alle meine Basen wieder zurückerobern. Das ist mir jetzt sowas von egal. Die 2000 haben wir. Das heißt, nur noch der feindliche Feldmarschall steht auf dem Plan, um den Arang letzten Endes zu bekommen. Mein Hauptquartier geht es gut. Das sieht sehr schön aus. Da habe ich auch gut verteidigt. Leider musste Ruto da dran glauben in der Mission. Hilft nichts, da hilft kein Jammern und kein Flehen. Ruto musste gehen. Irgendwie habe ich es heute mit den Reimen. Egal. Solange sie gut sind und irgendwie dazu passen. Ne? Wow, was war das denn? Da habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Kann ich mein Ding nochmal genau? Sehr schön. Und radadadadam. Okay, er nimmt wenig Schaden. Doch, doch, er nimmt relativ wenig Schaden. Richtig wenig Schaden. Das Ding. Und da müssen wir uns ein bisschen beeilen, uns nicht von der Gipto fangen lassen. 100 Kills mit der S-Per-Anzeige. Und es geht noch weiter, es geht noch weiter. Kriegen wir noch? Nee, das ging sie nie mehr aus. Egal. Der finale Punch dürfte ihn nicht treffen. Alles klar. Komm her! Ey, die gibt doch hier, ne? Das ist das Schlimmste gerade. Die ist echt der Wahnsinn. Reg mich nicht auf, Gipto. Dass man den Strahl hier nicht lenken kann von der Schwachpunktanzeige Abzug Ding. Das ist sehr schade. Den würde ich echt gerne lenken. Da habe ich Xanto wieder gut gefangen. Also man kann wirklich auch mit Pyroma gut abziehen. Gut die Punkte abziehen. Es muss halt auch klappen.
Und da darf er einem nicht zu nahe kommen, beziehungsweise ein Gipto darf da nicht in der Nähe stehen. Komm her, lieber Zanto. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Und, Special, kriege ich ihn da rein? Ich glaube, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Kabam, Explosion. Wir dürften es hinkriegen. Doch, doch, wir dürften es hinkriegen. Ich sehe gut. Gute Dinge. Komm her. Die Gipto wäre somit Geschichte. Hier noch ein A-Special rein. Ach, wir sitzen schon wieder so lange in der Mission. Es ist der Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Komm. Ist natürlich schön, dass der dann auch hochgefedert wird, weil dann kannst du ihn wunderbar treffen. Wirklich wunderbar. So, ich sehe auf der Map rücken die gegen mein Hauptquartier langsam vor. Also sie nähern sich dem Hauptquartier, haben da noch eine Basis, die sie durchdringen müssen. Auf beiden Seiten. Das dürfte nicht allzu schnell gehen, wenn ihr mich fragt. Aber wir wissen nicht, wie stark die ganzen feindlichen Einheiten denn sind. Da war die Attacke nicht so gut. Ja. Wie sieht's damage-mäßig aus? Ich habe keine Ahnung, ich kann auch nicht mehr nachsehen. Wir sind nämlich durch. Ich hoffe, dass es gepasst hat. Der Treffer des Huhns war sinnlos. Die zwei Herzen, zweieinhalb, glaube ich, waren sogar. Aber letztendlich hat es ja geklappt, ne? War jetzt keine Glanzleistung? Das definitiv nicht. Aber man kann es schon hinnehmen. Ist auf jeden Fall ein A-Rang und die Mission muss ich nie wiedersehen. Zählt. Läuft bei mir. So. Und des Weiteren steht heute eine Mission mit dem guten Volga noch an. Der noch etwas machen möchte. Nachdem Pyroma sich hier mal ausgiebig gefreut hatte, dass sie eine weitere Mission bestanden hat, die uns leider nicht weiterführt, die ist einfach nur der 100% wegen. Hier. Aber okay, hier, da habe ich auch mal vorgespult eben, weil wir wissen ja, dass wir einen A-Rang haben. Warum spannend alles durchziehen lassen? Der hier ist episch. Da werf ich den hier weg, ja. Und hier der Schnellgleiter, der ist Schrott. So wie dieses Ding hier. Ansonsten nichts Interessantes beim Material. Leider, leider. Aber auch egal. Flöte. Yay. So, wir holen uns gleich noch eine Flöte mit dem guten Pyroma wie... Nee, Volga, wie versprochen. Und da müssen wir uns leider einmal den Verwandten stellen. Aus dem Grund gehe ich auch da direkt mal in die Medaillenschmiede, da ich gerne ein bisschen mehr Spezialangriffe hätte. Aber das geht anscheinend nicht. Nein, da fehlt ein Argorok-Glut und ein Zelda-Diadem. Aber wir können uns ja das hier mal gönnen. Das ist in Ordnung. Argorok-Glut, okay. Ja, Magie ist jetzt nicht so wichtig. Festungen erobern wäre noch wichtig vielleicht, aber auch gerade kein Bock. Ich denke, wir wagen uns so in die Schlacht. Wir sind ja Level 88, dürfte relativ schnell gehen. Der Bergspalter. Ja. Sieht gut aus. Hier das Charakterprofil vom guten Zanto, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Könnt ihr ja Pause drücken. Könnt euch da durchlesen. Mich juckt's relativ wenig. Ich möchte nur in meine Mission reinstarten. Und das hier direkt mit ein bisschen, ja, SP auffüllen, Magie auffüllen. Wenn da schon was da ist, mach ich da natürlich. Und ich sehe auch gerade, wir haben hier, ist gar nicht mehr so einfach. Da sind ja jetzt wieder die komischen Statuen. Die Laserstatuen on each side. Und wir dürfen uns nicht heilen, wenn wir uns right erinnern. Aber alles in allem gehen die relativ flott down. War jetzt auch nicht so eine Top-Leistung. Bezogen auf, so schnell ist er jetzt auch nicht tot gegangen. Aber es ist doch relativ ansehbar.
gewesen, wenn ihr mich fragt. Wie schnell geht der down? Ich glaube, der ist schon tot, ne? Würde ich sagen. Ja, der ist tot. Einmal Schwachpunktanzeige abgezogen bei denen. Der ist auch einfacher zu killen als die hier. Die seltsamen Kollegen. Wunderbar. Weiter geht's hier nach oben. Oder nach draußen, besser gesagt. Da will ich auch einmal hier zum Gras rennen. Wir haben die Zeit. Wir haben hier ja, glaube ich, auch 15 Minuten Zeit für die Mission. Also, warum nicht ausnutzen? Und hier der gute Volga mit seinem orangen Master Quest Kostüm. Ja. Krieg ich Magie? Sieht nicht so aus, als ob die mir hier Magie geben wollen. Das Gras hier reiße ich noch eben ab. Nope. Und da drüben noch. Allzu weit will ich nicht rumrennen auf der Map. Ich hätte halt nur gerne meine 5 Magie voll. Wenn es jemanden interessiert. Die kann schon helfen beim Finale. Alles klar. Nächster Raum. Da haben wir ein paar Arealfosse. 2 an der Zahl. Ich würde aber, wie gesagt, zuerst gerne die Dinger dort töten, weil die sind mir immer ein Dorn im Auge. Ich mag die überhaupt nicht. Ah, du kommst runter. Oder auch nicht, weil ich habe das gerade abgebrochen. Leider, leider. Dann kassierst du eben so. Wunderbar, da kann ich auch einen direkt den Schwachpunktangriff dingsen. Sogar den starken habe ich den. Oh, die sind beide stark, merke ich gerade. Ja, okay. Okay, ja. Kann man jetzt machen? Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht rauskatapultiere hier aus dem Raum. Das wäre es natürlich noch, wenn ich die hier rauskatapultiere. Meiner Drachenexplosion. So, einen hätten wir gleich. Dann kann ich mich nur direkt auf den anderen konzentrieren. Komm mal, Boy. Du kriegst einen A-Special ab. Treffe ich dich? Ich denke, nein, das hat nicht so gut geklappt. Nee, überhaupt nicht. Das war top, definitiv. Daumen hoch dafür. Und das war auch nicht so gut. Ich kenne halt die meisten Kombos von den guten Volgern leider nicht. Oh, okay, damit kann man sie runterholen mit der 1er-Kombo. Kann man sie perfekt runterholen. Oder eben mit der Explosion hier. Ist auch in Ordnung. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ist auch egal. Ist egal, so. SP voll. Leider vermisse ich halt jetzt die SP, ne? Jetzt hätte ich gerne alle 3 SP. Weil jetzt kommt eben der Verwandte mit den verwandten Brüdern. Und es ist keine keine Heilung, glaube ich. Aus dem Grund kann ich auch keinen Heiltrank trinken. Schätze ich. Kann natürlich sein, dass sich der noch aktiviert, wenn ich dann Schaden genommen habe. Das ist immer möglich. Magie. Magie. Ich will noch eine Magie. Komm schon. Brauch kein SP, ich will Magie. Haben wir da vorne noch... Nee, da ist überhaupt kein Gras. Da hinten. Wie gesagt, so weit will ich auch nicht wegrennen. Besonders weil der Verbannte ja von allen Riesenbossen am längsten dauert. Nee. Es ist halt schade, jetzt fehlt mir genau eine Magie. Aber was will ich machen? Ne? Nee. Ende, wir gehen rein. Ich rüste meine Bomben aus und da ist er auch schon. Ja, nice. Dicey. Tschüss. Und die Mini-Verbanden. Können wir gegen die bestenfalls schon mal vorgehen. So, dass ich die schon mal erledigt habe. Das wäre das Beste. So, jetzt schlägt gleich ein Blitz ein. Der mich natürlich auch trifft. Warum auch immer. Warum mich der jetzt getroffen hat, fragt mich bitte nicht. Das war unfair. Aber, Moment, bei keiner Heilung? Nee, ich glaube, bei keinem Bloggen darf man ruhig getroffen werden. Da ist es YOLO. Aber jetzt hier... Oh, aber mit der Attacke zieht man doch... Kann man doch den... Ja! Nice! Man kann den Verbanden mit Volga schön abziehen. Ja, aber die Attacke dann nochmal zu spammen, das ist
relativ wenig hilfreich, wenn ihr mich fragt. Ich setze mal hier ein A-Special ein, weil ich kann's ja. Ne? Ich kann ja relativ flott abziehen. Aber der hält auch eine ganze Menge aus. Okay. Ja. Komm her, Kleiner. Mini-Verbannte. Die hätte ich jetzt gerne mal weg, weil die machen einfach nur sinnlosen Mini-Damage. Warum trifft mich der ständig? Das verstehe ich nicht, wenn er mich fragt. So. Here we go. Explosion. Du fällst wieder hin, mein Lieber. Ob du das willst oder nicht, du fällst wieder hin. So. Dann direkt weiter. Auf ihn einprügeln. Das erste Mal ziehen wir jetzt ab. Dreimal werden wir müssen. So wie es gerade aus... Nee, wobei zweimal könnte auch schon reichen. Wenn ich die Magie hätte, dann wird es natürlich direkt reichen, ist das Problem. Aber die habe ich leider nicht. Und ich kann mich nicht heilen, ja. Okay, dann wäre das soweit erledigt. Und dann bereite ich schon mal meinen Angriff vor. Ne? Da mache ich keine Gnade. Ich bleib dabei, mein Lieber. Mhm. Zack, einmal Flamme und Stoß. Und das dürfte sich gleich nochmal ausgehen, so halb-halb. Mit dem A-Special nochmal richtig in den Arsch gebohrt, den Speer. Wow, da hat er mich getroffen, leider. Egal. Egal, egal, egal. Und da haben wir einen Fanghaken, der mir total viel bringt beim Verbanden. Ne? Here we go! Dein letztes Stündlein hat ja, die Explosion hat getroffen. Die hat sowas von getroffen. Okay. Irgendwie bin ich gerade zu blöd, ihn zu treffen. Ich weiß nicht warum, aber der sitzt jetzt. Wie lang? 27 Minuten ist der Part schon. Ja, nee, ne? Krass. Dürfte aber ein A-Special ein A-Rang sein. Ein A-Special, genau. Was bist du? Ich bin ein A-Special und was bist du? Meine Güte, wie lange will denn der noch leben? Moment, ich guck mal eben auf die Zeit. 8 Minuten sitze ich jetzt schon hier dran. Ja. Sieht knapp aus, wenn er mich fragt. Ich habe keine Ahnung, wann die Grenze ist bei den Missionen hier. Ich hoffe nur, dass sie nicht allzu früh ist, weil ich würde gern meinen A-Rang haben. Ich hoffe nicht, dass die nach 7 Minuten ist, aber bis jetzt war sie ja auch nie bei 7 Minuten. Also, gib mir meinen A-Rang. Oh yeah, baby. Nice, nice. Und damit verabschiede ich mich auch direkt. Ich beende den Part wieder spontan. Ohne auf die Abenteuer-Map zurückzukehren. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Hyrule Warriors für heute. Ist ein bisschen länger geworden, als ich es erwartet hätte. Und ja, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschö, tschö. Euer Ultra.